Nächste ist Georg Strasser, Obmann des ÖVP-Bauernbunds, ein Niederösterreicher aus dem Ispertal. Vielen Dank, Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, geschätzter Herr Bundesminister, geschätzte Regierungsmitglieder, meine Damen und Herren. Ich darf mich zunächst einmal herzlich bedanken bei unserem Parteiobmann und Clubobmann Sebastian Kurz. Er hat über 10 Jahre mit Herzblut seine Arbeit gemacht und ich bin überzeugt davon, dass auch in den nächsten Jahren sein Herzblut der österreichischen und der internationalen Politik gilt. Ein großes Dankeschön für alle Entscheidungen, die übers Wochenende von ihm getroffen wurden. Ich darf mich bedanken beim Alexander Schallenberg. Herzlich willkommen im österreichischen Parlament und auch auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit. Danke, dass du dieses verantwortungsvolle Amt annimmst. Und herzlich willkommen, Herr Bundesminister Michael Linhardt. Wir kennen uns schon seit einiger Zeit. Danke, dass du dieses Amt übernimmst. Und auch dir alles Gute. Es ist ein wichtiges Zeichen, dass jetzt zwei erfahrene Diplomaten die Geschicke in der österreichischen Regierung mitbestimmen. Es liegt viel vor uns. Die Corona-Krise ist noch zu erledigen, Herr Bundesminister. Die Steuerreform ist abzuwickeln. Und die Umsetzung des Regierungsprogramms verbindet die Regierung. Und das muss die Basis sein, dass in den nächsten Wochen und Monaten intensiv an den politischen Projekten, die anstehen, gearbeitet werden. Und ich sage ein großes Dankeschön an alle Damen und Herren, die in den letzten Tagen da mitgewirkt haben, die Entscheidungen mitzutragen oder mitzudiskutieren, dass die Dinge in Österreich jetzt wieder in ruhigere Fahrwasser kommen. Es wird viel geredet über Anstand. Und wenn wir über Anstand reden, dann sollten wir über alles reden. Da möchte ich mit der Frau Kollegin Crisper über die Verwendung des A-Wortes reden. Ich möchte mit der Kollegin Meindl-Reisinger über das Thema Fetzendeppert reden. Wenn, dann reden wir über alles. Ich würde gern die Reden des Herrn Kollegen Kickl einem gewissen Anstandscheck unterziehen, weil, Herr Kollege Kickl, Ihre Reden strotzen von Unterstellungen und Beleidigungen und würde meinen Anstandscheck durchführen. Also Recht für Text wird nicht überbleiben. Und Frau Kollegin Randy Wagner, auch Sie waren dabei, Ihre Großmutter zu verkaufen, Ihre Werte über Bord zu schmeißen. Und das politische Muster ist ganz klar. Wenn man Wahlen verliert, wenn man den politischen Diskurs nicht standhält, dann wird es persönlich. Aber bei diesem Spiel machen wir sicher nicht mit. Anders als der Kollege Wimmer, lehne ich Vorverurteilungen in allen Lebensbereichen ab. Und zum Glück wird in Österreich über Schuld und Unschuld von den Gerichten entschieden und nicht über die öffentliche oder vielleicht sogar veröffentlichte Meinung. Und ich habe mit einigen sehr erfahrenen Juristen in den letzten Tagen geredet und mir wird gesagt, die Unschuldsvermutung sei ein hohes Gut und es ist legitim, an die Unschuld von Beschuldigten zu glauben. Und das ist der Grund für mich, noch einmal zu betonen, dass ich felsenfest davon überzeugt bin, dass sich die Anschuldigungen in Richtung Sebastian Kurz in Luft auflösen werden. Und, Frau Kollegin Ernst Cicic, ja, ich bin dabei. Ich bin dabei. Sie reden von der Verharmlosung, die wir nicht brauchen. Da bin ich dabei. Ich sehe aber in den letzten Tagen eine ganz starke Dramatisierung, um nicht zu sagen Hetze. Und wie soll ein Justizsystem unabhängig arbeiten, wenn auf der einen Seite ja, vielleicht verharmlost wird, aber auf der anderen Seite dramatisiert und gehetzt wird? Also wann? Dann reden wir über das ganze Ding mit dem Blick aufs Ganze. Abschließend darf ich mich bei einer lieben Kollegin, Irene Neumann-Hartberger, bedanken, die morgen ihr Mandat zurückgeben wird. Ich darf mich bedanken für die Freundschaft, für die intensive und gute Zusammenarbeit im ÖVP-Club. Ich wünsche dir viel Glück als Bäuerin, als Mutter, du hast eine tolle Familie, und als Sprecherin der österreichischen Bäuerinnen, als unsere Bundesbäuerin. Du bist eine starke Frau und du bist beliebt in ganz Österreich. Und ich bin mir sicher,
dass es hier im Parlament wieder ein Wiedersehen gibt. Irene, alles, alles Gute.